Die ersten 100.000 sind die wichtigsten. Danach wird es immer leichter und leichter. Wenn du wirklich das Ziel hast, richtig, richtig Kohle zu machen, richtig reich zu werden, musst du dich fokussieren. Und das ist für mich der größte Hebel beim Vermögensaufbau. Nicht, wie kann ich jeden Cent sparen, sondern probier einfach, massiv viel Kohle zu verdienen. Ich würde sagen, es macht zumindest Sinn, eine sehr, sehr, sehr hohe Allokation in Bitcoin zu haben. Warum sollte Bitcoin nicht unendlich steigen können? Ich halte es auch nicht ausgeschlossen, dass Bitcoin auf 50 Millionen steigt. Die Frage ist ja nur, kann jeder Mensch Millionär werden? Kann jeder Mensch Holcoiner werden? Hi Leute, ich bin der Marc. Ich habe hier den Finanzhacker und wir reden heute über Bitcoin. Wir reden heute vielleicht auch über traditionelle Finanzen, Mindset. Luca, du hast einen riesengroßen Follower-Base in Instagram, in TikTok. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du überhaupt? Ja, ich freue mich erstmal, dass wir es jetzt final geschafft haben, Marc. Da munkelt man ja, dass da noch einiges auf die Leute zukommt mit uns beiden. Genau, ich bin Luca, ich bin 26, komme aus Köln und vielleicht dem einen oder anderen besser bekannt als Finanzhacker auf den sozialen Medien. Hab da über 1,5 Millionen Abonnenten insgesamt und habe ursprünglicherweise eher so die traditionellen Finanzthemen abgedeckt. Also eigentlich alles rund um Geldanlage, Sparen, investieren, also nicht nur Bitcoin, sondern auch Aktien, ETFs und Co. Habe mich immer mehr dem Bitcoin-Thema gewidmet und deshalb sitzen wir heute hier. Dein Name ist ja schon Finanzhacker, das heißt, du musst ja das Finanzgame durchgespielt haben. Wenn ich jetzt schnell reich werden will, was muss ich machen? Ja, das ist so ein weit verbreiteter Irrglaube, oder? Also ich habe da schon mal in einem anderen Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Dieses schnell reich werden ist de facto eigentlich gar nicht möglich, weil die Welt ein sehr, sehr effizienter Ort ist. Also ich sage immer, alles kommt zu seiner Zeit. Und es gibt immer so bestimmte Arbitragefenster, ob das jetzt bei Bitcoin ist oder generell auf dem Kapitalmarkt und genauso auch mit Business-Ideen. Nehmen wir mal an, du hast jetzt eine richtig geile Business-Idee, die vor dir noch keiner hatte. Dann hast du die Möglichkeit, vermutlich damit schnell ein Vermögen aufzubauen. Das ist aber die Seltenheit. Das heißt, alle anderen, die nach dir kommen, haben gar nicht mehr die Möglichkeit, das auch in dem Maße auszunutzen, weil sich das, wie man im Investment-Kontext spricht, wegarbitriert hat, dieses Ganze. Ich vergleiche das immer mit einer grünen Wiese. Das erste Schaf, das diese Wiese sieht, kriegt am meisten ab und alle anderen Schafe, die hinterherkommen, da ist dann halt alles abgegrast. Von daher, dieses schnell reich werden ist eher so ein Irrglaube, würde ich sagen. Aber das heißt ja, dass man tendenziell in Investments reingehen muss, wo nicht die Masse drin ist. Das ist richtig, ja, das könnte man so sagen. Ist ja auch im Grunde genommen das, was man, ich sag mal, in der Fachliteratur oder sonst wo auch immer wieder hört, auf den sozialen Medien, antizyklisch zu agieren. Und das können natürlich gewisse Assetklassen sein, aber auch natürlich das Timing innerhalb der Assetklasse. Und jetzt ist halt spannend, du machst klassischen Finanzcontent, aber du öffnest dich jetzt auch immer mehr für Bitcoin. Und jetzt ist halt die große Frage für mich, wenn ich dir jetzt einen Bitcoin geben würde oder im gleichen Verhältnis Aktienanteile, wofür würdest du dich entscheiden? Always one Bitcoin. Und wieso? Weil ich der Meinung bin, dass langfristig, mittel- bis langfristig kein anderes Asset auf dieser Welt Bitcoin outperformen wird. Okay, aber wieso machst du dann noch Content über klassische Finanzthemen, also ETFs machst du zum Beispiel, Aktien, auch teilweise Steuertricks und so weiter? Berechtigte Frage, Thema Aktien und ETFs liegt einfach daran, dass ich der Meinung bin, dass es nichts Schlechtes ist. Ich glaube, es ist erstmal grundsätzlich immer gut, mit seinem Geld oder sein Geld zu investieren, jetzt im Vergleich zum Sparbuch. Aber gerade weil ich selber immer mehr den Bitcoin-Weg gehe, wird der Content auch immer Bitcoin-lastiger. Und so generelle Themen wie Steuern oder auch rechtliche Themen beispielsweise, darf man mit seinen Kollegen über das eigene Gehalt sprechen. Das ist ja auch erstmal die Base. Ich finde es immer wichtig, eine Grundbasis an Finanzwissen zu haben. Und das Investieren kommt dann quasi nachgelagert. Und deshalb bediene ich diese Themen auch noch. Okay, das heißt, dann kann man zum Beispiel auch sagen, okay, zum Beispiel der ETF ist schon mal besser, wie das Geld einfach auf dem Sparbuch liegen zu lassen. Und das ist ja vielleicht auch der erste Schritt, den viele Leute machen. Die meisten Leute springen nicht direkt zu Bitcoin rein, sondern die meisten Leute, die kommen quasi über ETFs zu Bitcoin. Oder wie ist da deine Erfahrung? Genau so sieht es aus. Das ist 1:1 das, was ich auch mitbekomme. Man muss sagen, ich sag mal, die Bitcoin-Adoption, die schreitet ja fort und es kommt immer mehr Interesse auch. Aber die gängigsten Fragen beziehen sich immer noch auf Aktien, ETFs und Co. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, er hat jetzt rausgefunden, Bitcoin ist
in Anführungszeichen besser wie Aktien. Ich meine, es ist immer schwierig zu sagen, besser, schlechter, weil es hat beides Vor- und Nachteile. Aber wenn jetzt zum Beispiel man sagt, okay, die Rendite von Bitcoin ist halt sehr, sehr schwer zu schlagen und wir haben vielleicht noch andere Vorteile gegenüber Bitcoin, macht es dann noch Sinn, all in Bitcoin zu gehen? Ich würde sagen, es macht zumindest Sinn, eine sehr, sehr, sehr hohe Allokation in Bitcoin zu haben, weil man immer, auch wenn ich aktuell kein Risiko sehe, immer trotzdem zumindest 0,1% Restrisiko hat, dass irgendwas vielleicht schief gehen könnte. Deshalb, aber ich bin grundsätzlich bei dir, eine hohe Bitcoin-Allokation ist aus meiner Sicht sehr ratsam, ohne jetzt Anlageberatung zu machen. Oder andersrum kann man sagen, wenn man null Bitcoin-Allokation hat, ist man ein schlechter Investor? Ja, kann man sagen. Selbst wenn du komplett gegen Bitcoin bist, brauchst du mindestens 1% Allokation in Bitcoin, weil falls Bitcoin richtig abhebt, dann bist du halt einfach komplett schutzlos. Hat ja auch Michael Saylor letztens auf der Bitcoin-Konferenz in Prag so gesagt. Sehe ich 1:1 genauso. Ja. Das heißt, Bitcoin ist dann quasi der Hedge für den Fall, dass Bitcoin auf 10 Millionen geht, auf 1 Million, ja, und so weiter. Ist das realistisch? Ja. Bitcoin 1 Million? Auf jeden Fall. Also wir unter uns Bitcoinern sagt man immer, Bitcoin kann rein theoretisch unendlich steigen. Das klingt für die meisten, die sich vielleicht gerade auch mit dem Thema das erste Mal beschäftigen, so ein bisschen absurd. Aber während sich alles andere auf dieser Welt ausweitet und Bitcoin quasi das einzige beständige knappe Gut ist, warum sollte Bitcoin nicht unendlich steigen können? Eine Aktie oder so, kann die auch unendlich steigen? Also rein statistisch ist das eigentlich schon ausgeschlossen. Ich kenne jetzt nicht die durchschnittliche Lebensdauer eines Unternehmens oder eines gelisteten Unternehmens an der Börse, aber ich glaube, dass die deutlich unter 100 Jahren liegt. Also könnte man jetzt vielleicht sagen, okay, so lange lebst du eh nicht, aber du weißt halt nie, wann eine Aktie oder wann ein Unternehmen den Bach runtergeht. Das heißt, Firmen gehen irgendwann pleite, sind es 50, 100 Jahre oder whatever, aber Bitcoin hat das Potenzial, auch uns zu überleben und vielleicht sogar das Potenzial, unser letztes Geld zu sein. Auf jeden Fall. Also lustigerweise sagt das zum Beispiel Amazon-Gründer Jeff Bezos selbst. Also er sagt selbst, dass er nicht davon ausgeht, dass Amazon 100 Jahre noch bestehen wird. Mhm. Und bei Bitcoin ist es das Gegenteil. Ja? Bitcoin hat definitiv das Potenzial, das letzte Geld der Welt zu sein. Mhm. Du redest auch oftmals drüber, zum Beispiel, okay, was soll man mit Geld machen und so weiter. Und dann habe ich auch gesehen, du hast drüber geredet, was ist so die perfekte Allokation von deinem Gehalt, wie viel du Minimum in Investments packen solltest. Wie viel sollte ich von meinem Ersparten? Da gibt es zum Beispiel so ganz lange auch, wenn man zurückguckt, ich habe die Babylonier, die haben schon gesagt, man soll Minimum jeden 10. Part von seinem Ersparten quasi investieren, weil wenn man das nicht macht, dann kann man langfristig keinen Wohlstand, kein Reichtum aufbauen. Also das ist quasi die Minimumallokation, wo die schon vor tausenden Jahren irgendwie hatten. Aber was ist deine Allokation, deine Minimumallokation, sagen wir mal, um Wohlstand aufzubauen? Die Frage ist ja immer, wie definierst du Wohlstand? Ab wann beginnt für dich Wohlstand? Ich glaube, da hat jeder seine persönlichen Grenzen, aber grundsätzlich lässt sich die Frage, glaube ich, nicht mit einer ganz exakten Prozentzahl beantworten, sondern einfach so viel, wie es geht. Das heißt, dann quasi auch tendenziell sogar mit Hebel reingehen? Das heißt, das wäre quasi über 100%. Das heißt, wenn du noch Fremdkapital aufnimmst, wie Michael Saylor und quasi... Ja. Ich habe lustigerweise genau die Frage in der letzten Instagram-Story-Runde bekommen. Würdest du mit Hebel bei Bitcoin reingehen? Und rein von der Überlegung her würde ich sagen, ja, ist das sehr sinnvoll. Ich würde es aber trotzdem nicht der breiten Masse raten, weil du dafür aus meiner Sicht einen gewissen Grundstock an Kapital brauchst, wo du sagen könntest, das ist dir jetzt egal, sage ich jetzt mal. Und kaufst du aktuell noch andere Assets oder wenn du jetzt so von Bitcoin überzeugt bist? Nein. Nur Bitcoin? Ja. Das heißt, geht alles in Bitcoin. Aber verkaufst du auch andere Assets, um davon Bitcoin zu kaufen oder sind einfach jetzt quasi die neuen? Habe ich auch schon teilweise. Ja. Auch schon teilweise. Ja, ja. Ich habe noch eine gewisse Restallokation in anderen Assets, aber es ist sehr Bitcoin-lastig. Mhm. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich die Spieltheorie, was jetzt immer mehr passieren wird, dass quasi Bitcoin Geld von Aktien, Immobilien, Anleihen, siehst du das auch, dass das passieren wird, dass Bitcoin da überall das Geld rauszieht? 100%. Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Schritt war die Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs. Damit ist quasi freie Bahn geschaffen worden für das institutionelle Kapital und die Adoption schreitet voran, werden wir vielleicht auch noch gleich darauf zu sprechen kommen, gerade mit Donald Trump, der gefühlt aktuell den Wahlkampf gewinnt aufgrund seiner Kryptopolitik.
Ich glaube, dass das mittel- bis langfristig sehr, sehr viel Kapital aus anderen Assets wie Immobilien, wie Gold, gerade aus Gold und Aktien-ETFs genauso rausgenommen wird und in Bitcoin umgeschichtet wird. Und jetzt sag mir mal, ich bin überzeugt von Bitcoin, ich verstehe das alles und ich will jetzt einfach schauen, dass ich so viel wie möglich Kapital akkumulieren kann, um das in Bitcoin reinzupacken. Mhm. Was mache ich am besten? Grundsätzlich genau das, was du tun solltest, wenn du möglichst viel in Aktien oder Immobilien investieren willst. Ich rate den Leuten immer, entgegen dem, was viele meiner Kolleginnen und Kollegen auf den sozialen Medien raten, die sagen zum Beispiel, wenn du jetzt morgens immer einen Starbucks-Kaffee holst als Beispiel, ja, spar dir den, die 5 Euro, hol deinen Kaffee von zu Hause mit. Halte ich für Bullshit. Ja? Wenn dich dieser Starbucks-Kaffee glücklich macht, dann hol ihn dir jeden Morgen. Viel wichtiger ist, dass du dein Einkommen erhöhst. Das heißt, du musst dir Skills aneignen, die aktuell relevant sind, gerade im digitalen Bereich. Sei es Cutten, Post-Production von Videos, sei es Copywriting oder. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten und es gibt auch, im Übrigen sehr, sehr viele Jugendliche mittlerweile, die sind 15, 16, verdienen schon ihre 2.000, 3.000 Euro von zu Hause. Und das ist für mich der größte Hebel beim Vermögensaufbau. Nicht, wie kann ich jeden Cent sparen, sondern probiere einfach massiv viel Kohle zu verdienen. Und wie verdiene ich massiv viel Kohle? Also na eben, indem du dir die relevanten Skills aneignest, beispielsweise die ich eben genannt habe. Und das ist natürlich auch eine fortlaufende Geschichte, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht. Also, es gibt ja auch so Grundskills, die du dir aneignen musst. Zum Beispiel verkaufen lernen. Ich komme ursprünglich aus dem Sales. Ich kann gut labern, glaube ich zumindest. Und das sind Skills, die immer gefragt werden. Und ja, du musst dir einfach alles Relevante aneignen, was geht. Und dann Step by Step das Ganze verfolgen. Wichtig da auch, nicht ungeduldig werden. Ich bin zum Beispiel auch von Natur aus ein sehr ungeduldiger Mensch und musste mich gerade die letzten 3-4 Jahre in Geduld üben. Und das ist unheimlich wichtig, weil du sonst nicht klar denken kannst. Also du brauchst als Investor immer einen klaren Kopf, um möglichst rationale Entscheidungen treffen zu können. Aber was meinst du jetzt mit Ungeduld, dass du quasi darauf wartest, dass das Bitcoin auf 1 Million geht und dann geht es nicht schnell genug? Oder meinst du, dass dein Business, dass du quasi nicht dein Business... Beide. Ja. Also generell. Ich bin, was alles anbelangt, bin ich ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch. Wenn etwas nicht sofort so ist, wie ich es gerade mir vorstelle, dann setzt da oben irgendwas aus und da muss ich sehr stark an mir arbeiten. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Skills, aber braucht man auch das Mindset? Weil es gibt ja auch immer so, du siehst das Lotto-Millionäre, dann sind die nach 2 Monaten sind die wieder broke. Ja. Weil die haben halt einfach auch die Habits nicht und vielleicht auch das Mindset nicht. Was sind da vielleicht sonst noch für Habits wichtig und welches Mindset braucht man da? Das sollte eben auch nicht falsch rüberkommen. Sparsam leben ist ja an sich gut und das ist ja auch eigentlich der Grundgedanke von Bitcoin, dass sich Sparen wieder lohnen soll. Klar, du musst erstmal dich darin üben, sparsam zu sein. Gibt auch genug Gegenbeispiele, gerade in der Jugend, die kaufen sich dann mit 16, 17 irgendein Schwachsinns-Balenciaga-T-Shirt für 800 Euro. Habe ich früher auch gemacht, diese Fehler. Ja? Ich habe mir in der Ausbildung mal 3 Monatsgehälter zusammengespart, um mir eine Yves Saint Laurent-Jacke zu kaufen für was weiß ich wie viel Euro. Die Erfahrung muss jeder machen, aber grundsätzlich, gebe ich dir recht, ist es wichtig, dass du erstmal sparsam bist. Dann kommst du auch nicht dran vorbei, egal wie gut du bist oder wie viele Skills du hast, du musst auch hart arbeiten. An harter Arbeit kommst du auch gerade in den ersten Jahren nicht drumherum. Charlie Munger beispielsweise, berühmter Investor, hat ja auch gesagt, die ersten 100.000 sind die wichtigsten. Danach wird es immer leichter und leichter. Fleiß, Disziplin, auch sowas wie Pünktlichkeit, so Grundtugenden, vermisse ich auch bei ganz vielen Menschen. Also wenn man einen Termin hat, dass man dann auch wirklich zur verabredeten Uhrzeit kommt. Wie wichtig ist Fokus? Wenn wir gucken, alle Millionäre, Milliardäre, die sind nicht durch ein diversifiziertes Portfolio reich geworden, sondern durch Fokussierung. Sondern die hatten quasi eine extreme Fokussierung, sind da sogar teilweise mit Hebel fokussiert rein. Ja. Und alles Geld, was sie gemacht haben, würde wieder reinvestiert. Ja. Entweder in die Firma oder in eine bestimmte Aktie, in ein bestimmtes Investmentsegment. Also da war extrem viel Fokussierung immer am Start. Ja. Sehe ich 1:1 genauso. Wenn du wirklich das Ziel hast, reich zu werden, dann brauchst du vollen Fokus auf eine bestimmte Asset-Klasse, der du dich widmest. Ist ja auch logisch. Warum sollte jetzt ein Immobilieninvestor, der hat ein Portfolio von 100, 150 Millionen, warum sollte der jetzt anfangen und mit Chartanalyse und Aktien anfangen zu analysieren? Das macht einfach keinen Sinn, weil die Opportunitätskosten viel zu hoch sind. Genauso das Gleiche, wenn du ein Faible für Aktien hast oder für Krypto, würde ich sagen,
wenn du wirklich das Ziel hast, richtig, richtig Kohle zu machen, richtig reich zu werden, musst du dich fokussieren. Wenn es dir einfach nur um den Aspekt der Altersvorsorge geht, kann Diversifikation schon Sinn machen. Ja. Es kommt auch immer im Übrigen, es kommt auch immer im Übrigen auf dein Alter an. Ne? Also wenn du jetzt 60 bist, würde ich beispielsweise schon eher diversifizieren, als wenn du 20 bist, weil mit 20 kannst du ein ganz anderes Risiko tragen. Ja, das ist halt auch das Ding. Deshalb ist ja auch Diversifizierung eher zum Vermögenserhalt und, sage ich mal, Fokussierung ist dann quasi, um Vermögen aufzubauen. Und jetzt ist halt auch spannend, zum Beispiel, wir hatten schon über Ausgaben geredet und ja, Bitcoin macht sparsamer. Und da gibt es halt auch immer das Beispiel, du solltest dir nichts kaufen, dass du nicht Minimum dir irgendwie 5 oder 10 Mal oder sowas leisten kannst. Das heißt, zum Beispiel, wir können mal das Beispiel durchgehen, so ein Lambo, der kostet, sagen wir mal, 300.000. Und wenn ich jetzt einfach so im Jahr 500.000 verdiene, dann ist das halt schon sehr, sehr eine knappe Kalkulation. Aber jetzt angenommen, ich verdiene nicht 500.000 im Jahr, sondern ich verdiene 10 Millionen im Jahr, dann ist der Lambo in einem Verhältnis, wo man sagen könnte, hey, das ist relativ cool. Wie siehst du das hier mit den Ausgabeneinnahmen? Weil das sind im Endeffekt so Basics. Einfach, dass du quasi nicht mehr Ausgaben hast wie Einnahmen, aber das verstehen halt ganz viele Leute nicht. Ja, super wichtig, was du ansprichst. Das geht auch so ein bisschen auf den vorherigen Punkt von mir zurück mit der Geduld. Das ist auch ein ganz, ganz weit verbreiteter Fehler. Die Leute erfüllen sich zu früh ihre Träume. Die Leute erfüllen sich viel zu früh ihre Träume. Zum Beispiel, also dass dann die Lambo gekauft wird, obwohl und dann teilweise auch Pump gekauft wird. Ja, oder halt es mal im Kleinen. Ja. Wir nehmen jetzt einfach mal einen klassischen Azubi oder eine Azubine, die hat vielleicht ein Autofäbel und jetzt kommt der neue RS3 raus. Ja, und dann anstatt, sagen wir, das Azubi-Gehalt zu sparen, wird die Hälfte davon für die Finanzierungsrate ausgeben. Das ist halt finanzieller Dünnschiss eigentlich, kann man sagen. Aber kann man dann sagen, es gibt ja so zwei Seiten. Das heißt, man hat so ein persönliches Bilanzsheet, da ist auf der einen Seite sind die Verpflichtungen, auf der anderen Seite sind halt die Assets, also die Vermögenswerte. Mhm. Kann man dann sagen, reich ist der, bei dem quasi die Verpflichtungen weniger sind wie die Assets? Ja, kann man so sagen, ja, natürlich, klar. Es gibt natürlich gewisse Anlageklassen wie Immobilien, wo das Sinn macht, mit Hebel reinzugehen, aber gerade was Konsumkredite und so weiter angeht, das ist halt das Dümmste, was du machen kannst. Mhm. Zum Beispiel in Amerika sind die Kreditkartenschulden momentan so hoch wie noch nie. Mhm. Das ist ja im Endeffekt auch ein Spiegel von der Gesellschaft, wo man einfach sieht, dass wir quasi, vielleicht liegt es auch an unserem kaputten Geldsystem, kannst du mir vielleicht gleich mal deine Einsichten dazu geben, weil wir einfach dazu gezwungen sind, halt quasi immer mehr zu arbeiten, weil es wird immer schwieriger, den Lebensstandard zu halten und dann kommt es halt auch zustande, dass wir irgendwann unseren Lebensstil nicht mehr halten können, dann müssen wir quasi Fremdkapital aufnehmen, Konsumschulden machen, nur unseren Lebensstandard quasi halten zu können. Ja, also das ist genau richtig, was du sagst. Das Symptom sind dann beispielsweise hohe Kreditkartenschulden. Die Ursache ist unser kaputtes Geldsystem, oder? Ja. Das, wie kritisch ist das mit dem Geldsystem? Also wie kritisch siehst du das? Seitdem ich mich mit Bitcoin eingängiger befasst habe, sehr kritisch. Kannst du konkreter werden? Also inwiefern zum Beispiel Staatsverschuldung oder der Euro, der Dollar oder... Ja, lass uns das vielleicht mal, um das greifbar zu halten, auf den klassischen Bürger beziehen. Hatte ich auch letztens mal ein Video zu gemacht. Geld ist ja eigentlich nichts anderes als eine Form von Energie oder Energiespeicher, kann man sagen. Wenn ich von meinem Chef bezahlt werde, bescheinigt er mir quasi, dass ich zu einem vorherigen Zeitpunkt irgendwann mal Energiearbeit verrichtet habe und deshalb kriege ich jetzt meine Belohnung. Und wenn wir Menschen kein gutes Medium mehr finden oder haben, um unsere geleistete Arbeitszeit oder unsere geleistete Energie zu speichern, dann passiert genau das. Dann drehen die Leute am Rad, sie machen Schulden, es gibt Tumulte und so weiter und so fort. Beispielsweise auch so eine Geschichte, jetzt schweife ich vielleicht ein bisschen ab, aber auch so Sachen wie Klimaproteste und Co. Ich sehe teilweise auch in diesen Geschichten den Ursprung in unserem kaputten Geldsystem. Da hat der Roman Reher mal was sehr, sehr Interessantes zugesagt, dass den Menschen quasi die Wirksamkeit gestohlen wird. Und das ist wie bei einem kleinen Kind, wo du den Schnuller klaust, das fängt an zu weinen, weil es weiß, es kommt irgendeine Reaktion. Und jetzt vergleich das mal mit den Leuten, die sich auf die Straße kleben, die weinen als Erwachsene, also sind laut, probieren sich irgendwie bemerkbar zu machen, weil die hoffen, dass irgendwas dann passiert, weil diesen Menschen ihre Wirksamkeit gestohlen wurde. Die wissen nur nicht, worin der Ursprung dafür liegt. Das heißt, wir müssen Bitcoin nicht nur kaufen, um quasi mehr Kohle zu machen für den Lambo, sondern wir brauchen Bitcoin auch, um unser eigenes Wirksamkeitslevel wieder auf einen guten Bereich zu bringen, um das trifft gut. Quasi wieder selbstständig zu machen, selbst souverän zu machen, Freiheit und so weiter. Ja,
genau. Die eigene Souveränität zu behalten. Und das ist ja auch so ein spannender Punkt, den, glaube ich, viele nicht verstehen, die gerade einsteigen bei Bitcoin. Am Anfang fragt man sich immer, wie kriege ich mehr Dollar, mehr Euro, mehr Yen, was auch immer, aus meinem Bitcoin raus. Aber die Leute, die Bitcoin, Bitcoin kann man nie ganz verstehen, aber zumindest so weit verstanden haben, fragen sich nicht mehr, wie viel Euro kriege ich für meine Bitcoin, sondern wie viel Bitcoin bekomme ich für x Euro. Also wenn wir quasi darauf blicken, dass Bitcoin irgendwann der Denominator wird und nicht mehr Euro oder Dollar, sondern alles in Bitcoin bemessen wird, dann stelle ich mir gar nicht mehr diese Frage, wie kriege ich mehr Euro aus meinen Bitcoin-Investments, sondern einfach nur, wie kriege ich mehr Bitcoin, wie kann ich mehr akkumulieren. Und wenn das so ist, dann heißt es doch auch, dass zum Beispiel so klassische Investoren, die jetzt einfach so ein ETF-Portfolio haben, die verarmen dann quasi, weil wenn du es wirklich aus Bitcoin-Sicht siehst, dann ist es ja nicht so, dass der ETF aufwertet, sondern der ETF wertet dann ab, Gold wertet ab, Silber wertet ab, Aktien wertet ab. Das heißt, jeder, der wo nicht in Bitcoin investiert, verarmt. Richtig, ja. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo Bitcoin quasi als globale Währung dient und quasi dann auch ETFs in Bitcoin bemessen werden würden. Mhm. Aber bis dahin vergeht vermutlich noch einige Zeit. Momentan ist halt so immer das Narrativ, okay, wow, der ist Millionär. Geil, krasser Typ, der hat es geschafft, der hat 1 Million Vermögen akkumuliert. In Zukunft wird vielleicht das neue Narrativ sein, wow, der hat einen ganzen Bitcoin. Das heißt, lass uns mal das Narrativ Millionär, einen ganzen Bitcoin, lass uns das mal rangehen und noch nicht aus heutiger Zeit, sondern wir gehen mal 10 Jahre voraus, dann ist ein Bitcoin vielleicht nicht mehr 60.000, 70.000 US-Dollar, sondern vielleicht das 10- oder höherfache. Kann jeder Mensch Millionär werden? Kann jeder Mensch Holecoiner werden? Jeder Mensch kann reich werden, aber nicht alle. Das heißt? Das heißt im Grunde genommen, dass jeder eigentlich die Möglichkeit dazu hätte, es zu schaffen, aber alle können es halt nie werden, weil es immer Leute geben wird, die es zu spät begreifen. Mhm. Ist das quasi auch das Arbitrage, dass quasi die Ersten, das sind zum Beispiel auch die First Mover, die Ersten, die Bitcoin kaufen, die haben halt den Ultra, guck mal, du musstest damals 2012, 13, 10, du hast ein paar hundert Euro in Bitcoin reingeballert, du warst halt einfach der Ultra First Mover, hast den Ultra quasi den Arbitrage-Effekt benutzt und musstest quasi nicht mal eine hohe Summe rein und desto später du dazu kommst, desto höhere Summen musst du halt reinpacken. Ja, das ist ja auch, vielleicht können wir da auch auf den Cantillon-Effekt einmal zu sprechen kommen. Das wird ja auch von Bitcoin-Kritikern häufig behauptet, dass Bitcoin ja auch irgendwo einen Cantillon-Effekt hat. Ich sehe das aber so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich ist die aktuelle Allokation von Bitcoin noch recht zentralisiert. Man muss aber dazu sagen, dass die von Jahr zu Jahr immer dezentraler wird. Plus, es ist ja so, dass jeder von Anfang die gleichen Chancen hatte. Anders als zu unserem Geldsystem, was wir aktuell haben, da hat halt nicht jeder die gleiche Chance, daran zu partizipieren. Aber rein theoretisch hättest du, ich und der Sicherheitstyp da hinten, wir hätten alle Bitcoin 2009, 2010 kaufen können. Von daher sehe ich da auch nicht diesen Vergleich zum klassischen Cantillon-Effekt. Warum gibt es immer noch Leute, die Bitcoin kaufen, aber dann verkaufen? Und im Nachhinein wird es wahrscheinlich den Leuten, die jetzt irgendwann Bitcoin verkaufen, wenn die mal 10 Jahre vorangehen, dann denken die, wow, ich habe jetzt hier vielleicht 20% Gains mitgenommen, ich habe jetzt einen coolen Deal gemacht. Aber wenn dann halt Bitcoin mal bei 1 Million steht, dann realisierst du halt, scheiße, das war mein größter Fehler, den ich jemals gemacht habe. Warum verkaufen Leute Bitcoin? Ich kann nur mutmaßen, weil ich nicht verkaufe, aber ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass die Leute eben das noch nicht verstanden haben, worüber wir gerade gesprochen haben. Sie sehen Bitcoin immer noch als reines Spekulationsobjekt und nicht als Medium der Freiheit. Also der tatsächliche Wert der Bitcoin wird so ein bisschen missachtet, glaube ich. Und ja, man schielt halt einfach auf die möglichen Dollar, Yen und Euro, die man daraus ziehen kann. Und was ist der tatsächliche Wert? Weil es gibt ja immer einen Preis und das ist im Endeffekt einfach Angebot und Nachfrage, aber es gibt ja auch einen Wert und der Wert ist ja subjektiv. Und manche sagen zum Beispiel, Michael Saylor sagt 10 Millionen, jemand anders sagt wie Peter Schiff, Bitcoin geht auf 0 Dollar. Aber wo ist jetzt der Wert vielleicht auch persönlich für dich oder was ist das Potenzial nach oben? Ja, das sind eigentlich zwei Fragen in einer. Eigentlich hast du die Frage schon selber beantwortet. Ich glaube, der Wert eines Satoshis oder eines Bitcoin liegt bei jedem selbst. Das ist ja auch das Schöne an Bitcoin. Es können, sagen wir mal rein theoretisch, 99% der Menschen, die aktuell Bitcoin halten, würden irgendwann sagen, das ist doch alles Dreck, das ist doch alles Schwachsinn. Vielleicht gibt es noch 10 Menschen auf der Welt, die in Bitcoin einen Wert sehen. Dann können diese 10 Menschen untereinander sich trotzdem Bitcoin verschicken und damit Handel betreiben. Das heißt, vielleicht ist für die Menschen, die Bitcoin noch halten, diese 10 Menschen, ist der potenzielle Wert immer noch bei keine Ahnung wie viel.
Und dann ist die andere Frage eigentlich das mit dem Preis, aber da tue ich mich schwer. Also ich halte es auch nicht ausgeschlossen, dass Bitcoin auf 50 Millionen steigt. Die Frage ist ja nur, 50 Millionen gemessen an was? 50 Millionen Dollar, okay, was ist der Dollar zu dem Zeitpunkt noch wert? Wissen wir alle nicht. Das heißt, spannend ist ja immer aus heutiger Kaufkraft, so wie du schon sagst, wenn einfach das Geld hyperinflationiert, ich meine, dann sind noch 300 Millionen Bitcoin-Preise im Endeffekt kein Problem. Aber Deshalb sagt man ja auch, Bitcoin ist ein Bitcoin. ja, genau, dass du quasi weg bist von dem Fiat-Ding. Aber die meisten Leute kommen halt doch über den Bitcoin-Preis. Das heißt, wir reden jetzt drüber, ein Bitcoin ist ein Bitcoin. Und ich höre auch immer das Argument, weil ich sage dann auch immer, ein Bitcoin ist ein Bitcoin. Aber dann sagen halt ganz viele Leute, auch viele Zuschauer sagen dann, ja, aber der Bitcoin-Preis ist halt trotzdem wichtig, weil das zieht quasi neue Leute in den Absolut. Bitcoin-Space. Ja, das stimmt auch, ja. Das ist auch das, was ich eingangs erwähnte. Die meisten Menschen, auch die Menschen, die jetzt Bitcoin wirklich richtig verstehen, sind vermutlich auch über den Preis eingestiegen. Aber das ist ja das Schöne, wenn du einmal in dieses Rabbit Hole fällst, dann siehst du, es gibt noch ganz viele andere Kaninchenbauten und du fällst immer tiefer und tiefer und dann kommst du irgendwann zu der Erkenntnis, okay, ich bin nicht hier, um auszucashen, sondern einfach, um noch mehr Bitcoin zu bekommen. Zum Beispiel interessant ist ja auch, wenn wir die Frage mal umdrehen. Das heißt, wir haben einfach zensurresistentes Geld, funktioniert 24/7, kann uns niemand wegnehmen, niemand kann uns da ausschließen, Zugang für jederzeit, für jedermann jederzeit. Aber würdest du Bitcoin trotzdem, dass es alle die geilen Eigenschaften hat, kaufen, wenn der Preis ständig fallen würde? Ja, natürlich, da würde ich mich ja freuen. Okay, aber wir gehen einfach davon aus, weil die meisten Leute kommen ja über den steigenden Preis zu Bitcoin. Aber wenn es der Preis immer weiter fallen würde, das heißt, wenn der Investmentansatz, wenn der einfach weg wäre, wenn wir nur Freiheitsgeld hätten, wenn es nur zensurresistent wäre, aber wenn es keine Number-Go-Up-Technologie wäre, weil vielleicht die Leute kein Interesse daran hätten, dann wäre es doch als Investment eigentlich kein gutes Investment, oder? Also okay, du willst Ja. rein auf. Du hast quasi die Möglichkeit, ohne dass jemand das überwachen kann, Geld zu versenden. Wie viel ist dir das wert? Also würdest du quasi auch kaufen, wenn der. Genau. Das heißt, ohne dass du Doch, quasi. auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, weil die Frage ist, in welchem Ausmaß, fair enough. Aber das wird ja nicht weniger, oder? Also, wenn ich mir anschaue, CBDCs, digitaler Euro, Komplettüberwachung, gläserner Bürger, das wird ja nicht weniger. Und ich bin wirklich kein Aluhut, ja, oder irgendein Verschwörungstheoretiker. Aber das sind ja Fakten, also das ist ja in der Planung, das wird auch kommen. Das heißt, dann ist quasi Bitcoin auch der Hedge gegen einen übergriffigen Staat. Auf jeden Fall. Und zum Beispiel gibt es auch so Sachen wie zum Beispiel Vermögensregister, sehen wir, so wie du schon sagst, digitale Euro, CBDC. Was glaubst du, wie wird hier der Gameplan in der nächsten Zeit sein? Wird es dann einfach auf einmal heißen, hey, ihr dürft jetzt nur noch CBDC benutzen, Bargeld wird eingeschränkt? Wie ist vielleicht so da deine Sicht drauf? Weil die werden ja nicht einfach über Nacht sagen, okay, wir sind jetzt hier im Überwachungsstaat. Das wird ja irgendwie so Schritt für Schritt passieren. Ich glaube tatsächlich, dass sie das auch als trojanisches Pferd versuchen werden mit der Einführung der CBDCs. Die werden Anreize schaffen. Ich möchte nur daran erinnern, Thema Corona-Impfung. Manche Leute haben sich impfen lassen, weil sie danach eine Bratwurst umsonst bekommen haben. Das muss man sich mal reinziehen. Man denkt immer, die Leute wären, na gut, anders gesagt. Wenn es einen Durchschnitt an Intelligenz gibt, dann sind 50% der Leute, mit denen du sprichst, dumm. So. Und das muss man sich immer wieder vergewissern. Das heißt, es gibt wirklich Leute, die lassen sich impfen, um danach eine Currywurst Pommes umsonst zu bekommen. Und genauso wird das, glaube ich, auch mit CBDCs sein. Wird dann beispielsweise gesagt, okay, das ist jetzt quasi Legal Tender, ihr könnt jetzt CBDCs nutzen. Und dann wird nicht gesagt werden, ihr dürft jetzt kein Bargeld mehr nutzen. Vielleicht in eingeschränkter Weise, aber nicht radikal. Es wird eher gesagt, hey, pass auf, beim nächsten Autokauf oder beim nächsten Ticketkauf für irgendein Event auf einer Messe kriegst du, wenn du mit dem digitalen Euro zahlst, 20% Rabatt. Und die ganzen Trottel werden natürlich dann CBDCs nutzen. Du hast ja vorher darüber gesprochen, dass man sich auch verkaufen können muss. Das hast du auch gesagt, das ist ein Thema, wo du dich damit beschäftigst. Aber ist es dann halt auch einfach so, dass der Staat tendenziell ein guter Verkäufer ist, weil der brainwasht im Endeffekt einfach so lange die Leute, dass die Leute quasi ihr eigenes Übel wählen. Das heißt, dass die Leute quasi freiwillig was machen, wo sie eigentlich keinen Bock drauf hätten, wenn sie nicht beeinflusst wären. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass der Staat kein guter Verkäufer ist, wenn man den jetzt personifizieren würde. Ich glaube einfach nur, dass der Großteil der Leute unfassbar blöde ist. Okay, dass quasi die Masse auch sehr, sehr leicht zu Ja, manipulieren ist. ja. Das heißt, dass du quasi so eine, da gibt es auch, ich weiß nicht, ob du es kennst von Gustav Le Bon, Psychologie der Massen, wie quasi auch, quasi zum Beispiel,
können wir auch jetzt drauf eingehen, das ist jetzt spannend. Donald Trump macht sich jetzt in den USA sehr für Bitcoin auf. Mhm. Wenn du zum Beispiel guckst, wie Donald Trump argumentiert, er hat nie Belege, er hat nie Beispiele, er haut einfach nur Statements raus. Ja, Bitcoin to the moon, dies, wenn ihr mich wählt, dann Amerika gut, wenn ihr mich wählt, dann werden wir alle Bitcoin meinen, aber er gibt niemals Belege. Und das sind ja auch quasi so Maschen, wie quasi Leute beeinflusst werden. Einfach zum Beispiel ein taktisches Mittel wäre einfach Wiederholung. Wir wiederholen einfach was so oft, Corona-Impfung ist gut, Corona-Impfung ist gut, Corona-Impfung ist gut, und dann fressen es die Leute. Ja, oder auch mit irgendwelchen Hilfspaketen oder sonst was. Also das ist ja kein Geheimnis mehr. Das meiste, was die Politiker an geistigem Bullshit abladen, das sind wertlose Lippenbekenntnisse. Also wie viel wird denn tatsächlich von dem umgesetzt, was die Politiker während des Wahlkampfes den Leuten versprechen? Ja, und trotzdem fallen die Leute immer wieder drauf rein. Vielleicht aber auch, und da muss man die Leute in Schutz nehmen, weil sie halt keinen anderen Ausweg sehen. Aber sie kennen diesen Ausweg der Freiheit nicht. Aber guck mal, dann ist ja auch ganz, ganz spannend, weil dann kann man ja vielleicht sogar sagen, man kann nur reich werden, wenn man nicht von der kompletten Social-Media-Brainwashing-Geschichte und der ganzen Medien-Brainwashing-Geschichte quasi gescammt wird. Ja, du musst gegen den Strom schwimmen. Du wirst, egal in welchem Bereich, nie erfolgreich werden, wenn du das machst, was alle machen. Aha. Und wie fühlt sich das an, wenn man gegen den Strom schwimmt? Weil das fühlt sich am Anfang erst mal schwer an, aber irgendwann wird es ja immer leichter. Oder wie ist es für dich? Für mich fühlt sich das ziemlich gut an. Also ich weiß eigentlich immer, wenn ich völlig konträr handle zu dem, was die breite Masse macht, dann mache ich vermutlich etwas richtig. Muss nicht immer so sein, aber in der Vergangenheit wurde mir oft recht gegeben. Also egal, ob das jetzt auf Social Media ist oder beim Investieren. Also, kannst du Beispiele? Für Social Media? Nee, wo einfach Kontraindikatoren, wo du quasi gegen den Mainstream gefahren bist und sehr, sehr gut damit irgendwie gefahren bist. Naja, als Beispiel, wenn wir jetzt beim Bitcoin-Thema bleiben, ich habe mich so richtig reingefuchst in die Thematik 2022. Da war gerade, glaube ich, FTX, oder war es 23? Ich glaube, es war 22. Da war FTX-Crash. Und da habe ich sogar einen Podcast gehabt. Ich glaube, das Video hatte knapp 2 Millionen Views auf den sozialen Medien, wo ich gesagt habe, ich gehe aktuell all in Bitcoin. Und da gab es natürlich tausende Kommentare unter den Videos, wie blöd ich denn bin. Ja, und da dachte ich mir halt, okay, das war halt wieder genau der richtige Schritt. Mhm. Und ist jetzt immer noch die richtige Zeit, all in Bitcoin zu gehen? Und wenn du jetzt noch Bitcoin kaufen willst, dann schau unbedingt mal vorbei bei 21 Bitcoin, der einfachsten App, um Bitcoin zu kaufen, voll reguliert und sehr, sehr sicher, einfach und transparent. Das bekommt wirklich jeder hin. Und mit dem Rabattcode BitcoinHotel gibt es sogar noch 20% Rabatt beim Kauf von Bitcoin. Schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es auch einen Link direkt zu 21 Bitcoin. So könnt ihr natürlich auch noch unseren Kanal zusätzlich unterstützen. Auf jeden Fall. Mhm. Bitcoin ist für mich immer noch massiv unterbewertet. Okay, dann pass auf. Viele Investoren, die gucken halt zum Beispiel auf irgendwelche Kennzeichen. Das heißt zum Beispiel, da steht irgendwas gut im Chart, oder jetzt gibt es irgendwelche externen Faktoren, die stehen. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, die Menschheit wird verblödet und es gibt viele, sage ich mal, schlechte Beispiele, dann kann man ja auch zum Beispiel investieren anhand von Kontraindikatoren. Das heißt zum Beispiel, es gibt so ein paar Investment-Leute, wie zum Beispiel Peter Schiff hat immer gesagt, Bitcoin nicht kaufen. Und immer wenn er gesagt hat, Bitcoin nicht kaufen, dann ist Bitcoin to the moon gegangen. Oder zum Beispiel Joe Kramer, bei dem war es noch stärker. Oder zum Beispiel auch Zentralbanken. Die Zentralbank hat einen Artikel rausgehauen, wo Bitcoin bei 15.000 war. Bitcoin wird jetzt in der Irrelevanz verschwinden. Und was ist passiert? Seitdem ist Bitcoin wirklich geskyrocketed. Ja. Ist das eine gute Art und Weise zu investieren, auf Kontraindikatoren zu hören? Schon, ja. Man darf nur nicht dem sogenannten Hindsight-Bias verfallen, also dem Rückschaufehler. Wir Menschen probieren ja immer, die Gegenwart aufgrund der Vergangenheit irgendwie zu ergründen oder logisch zu erklären. Und es gibt dazu tatsächlich auch ein interessantes Buch, was ich nur jedem empfehlen kann. Das ist von Nassim Taleb. Ich weiß, er ist ein Bitcoin-Kritiker, aber das Buch ist tatsächlich gut. Das heißt Narren des Zufalls. Und wir Menschen können einfach überhaupt nicht begreifen, wie zufällig diese Welt ist. Das heißt, wenn irgendwie dreimal ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist, jetzt vielleicht in Bezug auf Bitcoin auch, heißt das nicht, dass es beim vierten Mal genauso sein muss. Und da kann man sich, ich sag mal, leicht verfangen, wenn man immer nur probiert, aufgrund der Vergangenheit die Zukunft vorherzusagen. Finde ich persönlich schwer, weil keiner von uns hat eine Glaskugel. Aber grundsätzlich lässt sich, glaube ich, sagen, je mehr Leute gegen Bitcoin sind, zumindest für mich, desto mehr weiß ich, ich muss mehr kaufen.
Das ist ja auch, Nassim Taleb spricht ja auch dafür, darüber, antifragile Systeme, deshalb verstehe ich nicht, dass er den Switch zu Bitcoin nicht verschafft, weil Bitcoin ist ja das Paradebeispiel von antifragiles System. Vor allem, er war ja mal, glaube ich, pro Bitcoin und dann auf einmal anti. Normalerweise ist es anti-Bitcoin und dann pro Bitcoin. Ja. Aber er war mal für Bitcoin, deshalb, ja, ich verstehe es auch nicht. Also es ist ja schön, dass du es aufbringst, auch ein super Buch, Antifragilität von ihm. Da spricht er ja davon, dass antifragile Systeme von Stressoren profitieren. Und man kann sich das vorstellen wie die Hydra aus der griechischen Mythologie. Also diese Schlange mit unendlich vielen Köpfen. Du schlägst einen Kopf ab und es wachsen zwei neue nach. Und das ist eigentlich Bitcoin. Bitcoin ist wie so ein sich selbst verbreitender Pilz eigentlich. Ja? Ich finde auch, Michael Saylor hat es mal ganz gut getroffen. Er hat gesagt, Bitcoin ist ein unstoppbarer Virus, den man nur stoppen kann, wenn man noch einen krasseren Virus erfindet. Hm, ja, also du mischst quasi was... Also du kannst nicht stoppen, indem du es bekämpfst. Das versuchen ja viele Leute, die hauen dann drauf. Du kannst quasi nur stoppen, indem du eine noch bessere Idee, was noch Geileres einführst. Aber dann ist halt die Frage, kann man was Geileres wie absolute Knappheit machen? Ja, das ist die Frage. Vielleicht werden wir irgendwann wissen, dass es Aliens gibt und die haben schon vor 20 Jahren ein Bitcoin erfunden, der nicht bei 21 Millionen liegt, sondern vielleicht bei 10 Millionen und den nutzen auch schon 80 Milliarden Aliens in der Galaxie und vielleicht würde man dann aufgrund des Netzwerkeffektes sagen, okay, wir springen quasi auf euer System über, aber Stand jetzt fällt mir nichts Besseres ein als Bitcoin. Okay, jetzt können wir quasi den First Mover Advantage benutzen. Was passiert, wenn Staaten Bitcoin kaufen? Ja, dann geht die Spieltheorie erst richtig los, oder? Lustigerweise, ich bin ein großer Freund von Naval Ravikant. Kennst du ihn? Ja, der hat schon 2014 gepostet. Ja, wenn er quasi, genau, warte, bevor wir zur Spieltheorie kommen, weil das ist was, das immer ganz viele Leute suchen. Die suchen immer nach einem Glitch in der Matrix. Das heißt, wo ist der Glitch in der Matrix? Wie kann ich quasi unser aktuelles Geldsystem, Finanzsystem oder whatever ausnutzen, um quasi einfach hier einen unfairen Vorteil, sage ich jetzt einfach mal, zu haben? Und Naval hat diesen Glitch gefunden. Ja, genau. Max ist. Sagen, den kannst du ja einblenden von mir aus. Er hat, ich glaube, es war 2013, 14, irgendwas in die Richtung, hat er einfach getweetet, hey Leute, dankt mir später, aber wenn ihr einfach quasi Kohle machen wollt ohne Ende, dann seid einfach der erste Staat der Welt, der quasi eigenes Geld drucken kann und damit Bitcoin kaufen kann. Und das war quasi der Tweet. Ich weiß nicht, ob er noch was dazu gesagt hat, aber der hat einfach dann gesagt, hey Leute, dankt mir später, kauft Bitcoin mit eigengedrucktem Geld, so werdet ihr unendlichen Reichtum anschaffen. Und selbst wenn ihr jetzt noch ein ganz kleiner Staat seid, wenn ihr ein super kleiner Staat seid, dann werdet ihr in Zukunft alle großen Staaten aufkaufen können. Das war eigentlich so der Trailer, kann man sagen, von El Salvador. Mhm. Wobei El Salvador hat ja, die haben ja einen US-Dollar, meine ich, ne? Die haben ja keine eigene Währung, soweit ich weiß. Oder haben die eine eigene Währung? Ja. Aber eigentlich genau das, was er da beschrieben hat. Ja, und das finde ich auch spannend, weil Naval, der hat ja auch Millionen Follower, also aber er macht ja eigentlich keinen Bitcoin-Content, sondern er macht ja eigentlich Content, sag ich mal, über Reichtum, Wohlstand, glücklich sein und so weiter. Wie passt das zusammen? Bitcoin, glücklich sein, Reichtum, Wohlstand. Meinst du jetzt bei ihm? Generell auch, vielleicht, wenn du auch ein paar Insights zu ihm hast, ich weiß nicht, verfolgst du ihn? Ich bin ein großer Naval-Fan. Ja, weil, sag ich mal, er spricht jetzt öffentlich nicht wirklich über Bitcoin, aber er macht eigentlich nur so Erfolgscontent. Das heißt, wie kannst du zum Beispiel gelassener werden, wie kannst du erfolgreicher werden und so weiter. Das heißt, wie ist da die Verbindung? Kannst du uns vielleicht mal ein paar Insights geben? Also jetzt auf mich bezogen kann ich sagen, oder ich glaube auf jeden Menschen bezogen, dass man einfach Geld braucht, um glücklich zu sein. Nicht als Selbstzweck, sondern eben als Mittel zum Zweck. Um einfach frei zu sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Kann man sich auch einfach mal die Statistiken und Studien anschauen. Knapp 75% aller Ehen scheitern aufgrund von Geldproblemen. Und trotzdem heißt es in Deutschland immer, über Geld spricht man nicht. Geld ist die Wurzel allen Übels und so weiter. Aber du brauchst ein gewisses Level oder einen gewissen Fuck you Money Status, um rein theoretisch zu jedem sagen zu können, auf den du keinen Bock hast, fuck you, fuck you, fuck you. Ich arbeite mit dir nicht zusammen, auf dich habe ich keinen Bock und auf dich erst recht nicht. Und das macht irgendwo schon glücklich. Ja? Das heißt, man kann ohne Geld auch glücklich werden oder nicht? Kann man schon.
Wird ja häufig angeführt, dass es irgendwelche buddhistischen Monks gibt, die dann den ganzen Tag beten und nur Kampfsport machen. Wobei ich auch da sage, dass, glaube ich, viele von denen insgeheim sehr unglücklich sind. Es mag Menschen geben, die irgendwie nackig in den Wald laufen und dann für immer glücklich sind. Ich glaube, auch für den Großteil der Menschen trifft das nicht zu und dann brauchst du zumindest eine gewisse Summe an Geld. Okay, könnte man dann zum Beispiel sagen, jemand, der 10 Millionen hat, ist im Durchschnitt glücklicher wie jemand, der 10.000 Euro hat? Nee, das würde ich nicht sagen. Also da dürfen wir nicht, verwechseln, also dürfen das nicht mit Kausalität verwechseln. Ja? Es gibt eine gewisse Korrelation mit Geld, aber finde ich zum Beispiel auch, sorry, dass ich abschweife, aber finde ich auch ganz furchtbar diesen Spruch, lieber weine ich im Lamborghini als auf dem Fahrrad oder im Bus. Das ist totaler Bullshit. Ja? Wenn du weinst, weinst du, dann bist du unglücklich. Dann ist ja erstmal egal, ob du im Sportwagen sitzt oder auf dem Fahrrad. Naval hat dazu auch mal was Schönes gesagt. Er meinte, wenn du nicht mit einer Tasse Kaffee glücklich sein kannst, dann wirst du auch nicht auf einer Yacht glücklich sein. Und ich finde schon, dass das irgendwo stimmt. Für mich persönlich geht es auch nicht darum, 3 fette Sportwagen zu haben, eine teure Uhr und sonst was, sondern einfach nur rein theoretisch das tun und lassen zu können, was ich möchte. Und das besteht vor allem darin, mir aussuchen zu können, mit welchen Menschen ich Kontakt haben möchte, mit welchen Menschen ich arbeiten möchte. Das ist so mein Eckpfeiler der Freiheit. Aber das mag für dich anders sein und für den da drüben wieder anders. Ja? Ich habe ein spannendes Thema. Wir sind bei Naval. Buddha hat zum Beispiel gesagt, der Grundstein für Erfolg ist immer, dass du das machst, was du liebst. Jetzt habe ich aber vorher mit Dirk Kräuter geredet. Der hat gemeint, das ist Schwachsinn, weil wenn du irgendwas machst, das du liebst, aber das skaliert einfach nicht und du hast auch vielleicht die anderen Skills nicht, dann kannst du trotzdem kein Reichtum anhäufen. Reicht es einfach nur, was zu machen, wo du voll dahinter bist, wo du voll dahinter brennst, oder müssen noch andere Skills dazukommen? Na, ich glaube, es gibt auch unheimlich viele arme Künstler, die tun auch das, was sie lieben, aber die können halt trotzdem nicht entspannt leben und hecheln von Monat zu Monat, weil sie einfach mit dem Geld nicht parat kommen und werden darüber dann auch wieder unglücklich. Also ich würde dem Dirk nicht uneingeschränkt recht geben. Ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will. Du kannst auch 1 Million Euro verdienen, aber wenn der Job dich so ankotzt, dann bist du auch nicht glücklich. Ich glaube, man muss da ein gesundes Mittelmaß finden. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn du tendenziell keinen Bock auf deinen Job hast, aber du weißt einfach, dass Bitcoin das beste Spartool ist, dann kannst du wahrscheinlich sogar mit einem Job, wo du keinen Bock drauf hast, auch relativ gut Wohlstand anhäufen. Weil du einfach den Vorteil hast gegenüber dem armen Bettler, der wo quasi macht, was er liebt, aber einfach nicht versteht, dass er sein Geld nicht auf ein Sparbuch legen soll, sondern quasi in Bitcoin packen sollte. Ja, kann man sagen. Bitcoin ist ein Freiheitskatalysator. Ja, und jetzt pass auf, wir sind nämlich abgeschweift gerade. Wir waren ja eigentlich noch bei der Spieltheorie und bei Naval. Stimmt. Und das stimmt. Ja, und das quasi das der Glitch in der Matrix ist. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen weiter drauf eingehen, warum jetzt der Tweet von Naval, warum das der Glitch in der Matrix ist? Ja, vielleicht können wir das ausweiten auf das aktuellste Thema diesbezüglich, und zwar die US-Präsidentschaftswahlen. Das ist für mich extrem spannend, vor allem wenn man da den Vergleich zieht zu den BRICS-Staaten, gerade auch zu China, die ja unheimlich viel Gold kaufen aktuell, parallel vor 1,5 Jahren angefangen haben, die US-Staatsanleihen zu verkaufen. Das heißt, es ist ein ganz klares Signal gegen die USA und parallel eben, wie gesagt, Gold kaufen. Und wenn man sich das jetzt mal aus spieltheoretischer Sicht anschaut und gerade als USA, wir reden nicht von einem kleinen Staat wie El Salvador, sondern gerade als USA, die so oder so die Weltwirtschaft anführen, wenn sie es nicht schon machen, wenn die jetzt anfangen würden, in großem Stil Bitcoin zu kaufen oder zu meinen eher gesagt, damit es vielleicht noch nicht auffällt und die so noch mehr Möglichkeit haben zu akkumulieren, dann sind die so weit voraus, dass eigentlich kein Staat auf dieser Erde mehr aufholen kann. Das heißt, aus US-amerikanischer Sicht wäre das Cleverste, was die aktuell tun können, auch um den Dollar zu entschulden beispielsweise, in großem Stile Bitcoin zu meinen. Weil China kauft Gold, verkauft US-Staatsanleihen. Das heißt, du hast dann quasi den direkten Kampf zwischen China, USA, Gold versus Bitcoin. Und da gewinnt aus meiner Sicht ganz klar Bitcoin und dementsprechend auch die USA. Naval hat doch gesagt, es ist dann entscheidend, dann gibt es einen Tag X und an dem Tag X musst du als Nation dann auch veröffentlichen, dass du jetzt Bitcoin als Legal Tender hast oder dass du jetzt offiziell eine Bitcoin-Strategie hast. Mhm. Was passiert an dem Tag, wo die USA veröffentlichen wird, hey, wir haben die Bags voll gefüllt, wir haben schon seit 5 Jahren Bitcoin-Mining betrieben und wir gehen jetzt all in Bitcoin. Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Weil
auch da wieder muss man aus spieltheoretischer Sicht denken und sich auf den Stuhl der US-Amerikaner setzen. Die würden das ja nur dann publik machen, wenn sie der Meinung sind, sie hätten schon genug akkumuliert. Weil warum solltest du es sonst bekannt machen? Sonst würdest du noch weiter akkumulieren bis zu dem Tag, wo du sagst, okay, wir sind jetzt erstmal durch. Das ist die Summe, mit der wir uns wohlfühlen und jetzt kann uns eh keiner mehr aufholen. Das heißt, die würden das nicht durch die Blume sagen, sondern die möchten natürlich dann möglichst früh davon profitieren, weil alle anderen aufspringen sollen. Das heißt, die würden richtig mit der Message rauspreschen und sagen, Leute, wir haben zigtausende, hunderttausende Bitcoin gekauft. Und ich glaube, dann passiert etwas, was sich kein Mensch vorstellen kann. Das heißt, Gottkindle. Also mir würde kein anderes Szenario einfallen. Ja, und theoretisch ist es ja nicht nur für die USA so, sondern theoretisch ist es auch für Milliardäre so, weil zum Beispiel Michael Dell oder so macht auch immer irgendwelche kryptischen Tweets. Wenn Michael Dell announced, hey, ich habe schon seit 5 Jahren, kaufe ich jeden Tag 100 Bitcoin oder sowas, was er machen könnte mit seinem Vermögen. Mhm. Oder zum Beispiel gibt es auch Spekulationen, wer steckt hinter Mr. 100, eine Adresse, wo jeden Tag 100 Bitcoin kauft. Mhm. Ist da ein Milliardär dahinter, ist da ein Staat dahinter und so weiter. Das heißt, oder eine große Firma zum Beispiel, Facebook, Apple, Tesla, okay, klar, die müssen bilanzieren und so, aber vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, wie man das in der Bilanz irgendwie verdecken kann und so weiter. Das heißt, wird es in nächster Zeit quasi immer mehr so kleine Stichpunkte geben, wo dann mal der erste Milliardär sagt, hey, Jungs, seit 5 Jahren kaufe ich schon Bitcoin, aber jetzt sind die Bags voll, ich bin jetzt all in Bitcoin. Ja. Dann kommen die nächsten Firmen und so weiter. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die eben genannten Firmen, gut, Tesla hat ja wohl nach wie vor noch ein paar Bitcoin, aber ich glaube auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Microsoft, Alphabet, Facebook bzw. Meta nachziehen werden. Und ja, ich glaube, dass das an ganz vielen verschiedenen Ecken, ob das jetzt reiche Privatpersonen sind, ob das jetzt Firmen sind, ob das vielleicht in einem Jahr oder in 2 der nächste kleine Staat ist, ich glaube, dass es immer mehr Anknüpfungspunkte geben wird. Und dann ist es irgendwann wie ein Schneeball, den kannst du gar nicht mehr aufhalten. Der wird immer größer und größer und größer und dann fängt er halt an zu rennen, beziehungsweise runterzurollen. Und ich glaube, dass das vermutlich auch gesünder ist für uns Bitcoiner oder für die gesamte Community. Weil was würde passieren, wenn auf einmal ein Megaszenario eintritt, diese besagte Gottkindle? Ich glaube, dann müssten wir uns auf sehr, sehr starke Regulation einstellen. Dann würde in der Politik, glaube ich, alles den Bach runtergehen. Weil alle sich nur noch damit beschäftigen würden, dieses Ding irgendwie kalt zu stellen. Du meinst quasi die Feinde von Amerika, zum Beispiel China würde es dann wirklich verbieten, weil die sagen, hey, die haben jetzt so einen Wettbewerbsvorteil, da können wir gar nicht mehr mithalten, jetzt müssen wir quasi dagegen schießen. Ja, auch in Europa vor allem. Ja. Ne? Also ich glaube, dass das nicht so gut wäre. Und wir sprechen ja immer über dieses trojanische Pferd. Und ich glaube, das ist die Stärke von Bitcoin, dass es nach und nach immer größer wird, so dass es immer leicht unter dem Radar bleibt, während der Radar aber immer weiter nach oben geht. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, da haben auch schon andere Leute drüber gesprochen, dass quasi das Gefährliche von Bitcoin ist, nicht, dass es auf 1 Million steigt, sondern dass es zu schnell auf 1 Million steigt, weil auch teilweise der Bitcoin-Markt noch gar nicht ready ist für 1 Million Bitcoin. Ja. Teilweise die Wallets sind noch nicht weit genug, die Leute sind noch nicht weit genug, deine Familie kannst du dann auch nicht ins Rettungsboot holen, weil deine Familie, die fängt jetzt vielleicht langsam an, Bitcoin zu akkumulieren, aber wenn jetzt Bitcoin morgen auf 1 Million geht, dann sind halt ganz, ganz viele Freunde von dir nicht im Rettungsboot. Ja, ja, genau. Das heißt, dann ist quasi die größte Gefahr von Bitcoin, dass es zu schnell steigt. Ja, die größte Gefahr von Bitcoin ist Bitcoin selbst quasi. Ja, und genau, die größte Gefahr von Bitcoin ist Bitcoin selbst. Okay, und jetzt ist halt spannend, du machst quasi Instagram-Content, da hast du Millionen Follower. Was sind jetzt so die Feedbacks zu Bitcoin, die du bekommst? Vielleicht auch ein paar lustige Insights oder so, ein paar lustige Messages oder so. Oder sind die Leute teilweise, gibt es dann auch immer viele Kritiker, was war vielleicht so die weirdste Kritik, die du bekommen hast oder vielleicht einfach mal so aus deinem Repertoire? Ja. Also eigentlich muss ich sagen, dass das Feedback überwiegend positiv ist, je mehr Bitcoin-Content ich mache, zumindest von den Leuten, die das sehen. Man muss schon sagen, die Views sind jetzt nicht die gleichen, wie wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, über einen V0800-Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung spreche. Aber die Leute, die es sehen, feiern das total und sind da auch super interessiert. Und klar hast du dann vielleicht mal Leute, die irgendwie dir schreiben, ach, so ein Schwachsinn, Bitcoin ist doch eh nix. Vorgestern hat mir auch jemand eine lustige Nachricht geschrieben, hat mir so einen Screenshot geschickt von einem Broker, den ich jetzt nicht nennen werde. Also da gibt es nicht nur Bitcoin und also Krypto, sondern auch Aktien und Co. Und hat mir einen Screenshot geschickt und hat mich gefragt,
welchen dieser Bitcoins soll ich denn jetzt kaufen? Da hat er mir verschiedene ETPs geschickt und dann einmal Bitcoin selber. Da waren dann 3, 4 ISINs bzw. WKNs halt rundherum Bitcoin-Produkte. Und er hat mir geschrieben, ja, es gibt ja so viele Bitcoins, welchen soll ich denn jetzt kaufen? Und da habe ich ihm einfach nur geschrieben, du befasst dich lieber nochmal mit der Thematik, weil du bist noch nicht bereit zum Kauf. Also lies dich nochmal rein, weil deine Frage macht keinen Sinn. Aber das ist ja schön, ja, dass die Leute sich allgemein dafür interessieren und so fängt ja jeder mal an. Und jetzt pass auf, wir machen ein Spiel. Okay. Das heißt, es gibt Kopf, es gibt Zahl. Kenne ich irgendwo, ja. Ist aus einem Video von dir. Ja. Und wenn Kopf, dann kriegst du 10 Millionen in Bitcoin, wenn Kopf fällt. Ja. Wenn Zahl fällt, dann bekommst du gar nichts. Und ihr daheim könnt auch mitspielen. Das heißt, Kopf 10 Millionen, Zahl gar nichts. Wir werfen eine Münze. Ja. Oder du kannst dich dazu entscheiden, an dem Spiel nicht mitzumachen und dann würdest du 1 Million in Bitcoin bekommen. Was würdest du machen? Oder was würdet ihr daheim machen? Muss ich eine der Optionen wählen? Du kannst ja auch nicht mitmachen im Spiel, dann kriegst du 1 Million in Bitcoin. Ja. Also ich würde eigentlich gar nicht werfen und auch gar nicht mitspielen wollen. Einfach nur aus dem Hintergrund, dass ich weiß, das ist fiktiv, aber ich möchte nichts geschenkt bekommen. Als Beispiel, wenn ich jetzt spielen würde und ich krieg Kopf und dann, was war das? 10 Millionen in Bitcoin. Ja. Ich möchte all das, was ich schaffe, da gehört nicht nur Vermögensaufbau oder Reichtum dazu, sondern auch sowas wie Familie, meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte alles aus eigenen Kräften schaffen. Deshalb, ich würde zum Beispiel auch nie, deshalb spiele ich auch kein Lotto, abgesehen davon, dass es keinen Sinn macht. Ich möchte alles self-made hinbekommen. Kannst du das nachvollziehen? Auch wenn ich jetzt meine Wallet rauspacke und in 1 Million rüberschicke, würde ich es nicht annehmen? Nein. Nicht? Nein, würde ich wirklich nicht machen. Aber ist es nicht auch ein bisschen, sag ich mal, aus deinem Ego heraus? Weil eigentlich ist doch das ist komplett Ego. Ja, sicher. Weil eigentlich ist doch das Universum, das beschenkt uns doch. Zum Beispiel, wir bekommen die Luft gratis, wir bekommen hier die Natur gratis, wir bekommen quasi alles gratis, aber wir müssen quasi die Geschenke auch sehen können und wir müssen die Geschenke auch annehmen können. Und das Universum arbeitet ja für uns und nicht gegen uns. Aber wenn man sagt, ich will das nicht annehmen, dann stellen wir uns doch quasi gegen die Kräfte vom Universum. Oder andersrum gesagt, wir können quasi auf der Welle mitreiten, aber wir entscheiden uns ganz knallhart dazu, hey, nein, ich will lieber nicht surfen auf der Welle, sondern ich will quasi gegen die starke Strömung schwimmen. Und dann tut man sich vielleicht auch sehr, sehr schwer im Leben, weil einfach alles sehr schwer wird, wenn man die Geschenke, die quasi direkt vor dir liegen, quasi das Gold liegt direkt vor dir, aber du kannst nicht sehen oder du nimmst nicht an. Ist es tatsächlich schwer oder ist es augenscheinlich schwer und eigentlich einfach? Welchem Löwen geht es besser? Der im Gehege sitzt, in irgendeinem Zoo, der aber jeden Tag sein Fleisch in den Zoo geworfen bekommt, oder der Löwe, der in der Natur lebt und sich das selbst erarbeiten muss? Ich habe ein gutes Beispiel. Ich war früher DJ und wenn du DJ bist, dann ist halt quasi der Side-Effekt, dass du immer sehr viele Frauen um dich herum hast. Ja. Und wenn du zum Beispiel jagen gehst, dann gehst du auch nicht jagen und du steckst quasi deinen Speer raus und da springen einfach die Löwen rein. Ja. Sondern das Geile am Jagen ist ja, dass du quasi dem Löwe hinterherrennen musst, dass du das Tier erledigen musst und so weiter. Und deshalb kann ich das sehr, sehr nachvollziehen, weil damals war das bei mir auch gefühlt so, von wegen, du steckst einfach das Speer raus und da springen einfach alle drauf. Und das Challenging ist ja auch bei einer Frau oder so, wenn die halt auch ein bisschen, da musst du ein bisschen hinterherjagen oder whatever, du kriegst schon nicht quasi geschenkt. Ja, und das ist genau der Ansatz, warum ich sagen würde, ich möchte nichts geschenkt bekommen, ich möchte im Grunde auch nichts erben. Ich möchte, wenn du mir jetzt sagst, ich schicke dir 10 Millionen im Wert von Bitcoin, dann möchte ich die nicht haben. Mhm. Nicht, mathematisch macht das natürlich Sinn. Auch in dem Beispiel würde ich natürlich rein in der Theorie die Münze werfen, weil der Erwartungswert halt einfach bei 5 Millionen liegt. Aber ich gebe dir recht, das ist eine Ego-Sache, nur ich möchte nichts geschenkt bekommen, von daher würde ich gar nicht spielen. Ja, das heißt, aber mathematisch wäre quasi die Münze zu werfen am besten. Ja, sicher, ja. Weil dann die Chance auf 10 Millionen quasi am höchsten ist. Ja, das Erwartungswert 5 Millionen dann. Okay. Und aber das, so wie du denken, ja relativ wenige. Aber das Spannende ist halt auch, das ist zum Beispiel auch was ich oftmals sehe. Zum Beispiel, wir sind ja in so einer Mediengesellschaft, wo wir zu bombardiert werden mit Medien. Und wir sind auch in einer Gesellschaft, wo wir quasi jederzeit quasi Dopamin quasi Ausschüttungen bekommen können über Medien, über Essen, über Drogen und so weiter. Und das ist auch ein spannender Ansatz eigentlich aus der Gesundheit. Deshalb, auch wenn ich teilweise nicht mitgehe, aber auf der anderen Seite kann ich es wieder verstehen, weil das geht mir teilweise auch so, weil normalerweise ist das so in der Natur, du musst zum Beispiel erst irgendwas machen, zum Beispiel auf einen Baum klettern oder zum Beispiel lernen oder hast ein gutes Business. Und wenn dann der Erfolgsmoment kommt, dann wird Dopamin in deinem Körper ausgeschüttet. Mhm. Und das ist ja quasi genau das, was du sagst. Wir sollen quasi nicht künstlich uns irgendwie so einen Kick geben, weil wenn wir quasi so
Heutzutage können wir einfach in den Kühlschrank, können da irgendwelche Drogen zu uns nehmen. Schokolade oder, Schokolade ist jetzt keine Droge, aber irgendwelche, sag ich mal, stimulierenden Dinge oder wir können ins Kino gehen, dann kriegen wir Dopaminausschüttungen. Und dann wird quasi auch unser kompletter Dopaminhaushalt kaputt gemacht, weil eigentlich ist in der Natur so vorgesehen, dass wir erst Proof of Work machen, erst haben wir ein erfolgreiches Business, schreiben wir ein Buch, machen wir einen Podcast, machen wir ein paar Push-Ups oder so und dann werden quasi die Dopaminausschüttungen im Körper freigesetzt. Das heißt, das, was du ja hier machst, ist quasi dich wieder in den natürlichen Zustand zurückzubringen in einer gewissen Form. Genau, Proof of Work, ja, hast du schön gesagt. Ja. Ja. Cool. Hast du noch eine Frage an mich? Musst du noch irgendwas sagen? Haben wir noch irgendwas nicht besprochen? Ich glaube, wir haben was ganz Cooles anzukündigen. Sollen wir es jetzt schon machen? Ja. Ich glaube schon, oder? Ja, ja. Magst du oder soll ich? Mach du was. Ja, also wir würden uns freuen, also wir haben es ja schon ganz am Anfang mal kurz angeteasert, dass da noch was kommen wird. Marc und ich veranstalten bei Marc selber im Bitcoin Hotel am 28.09. in Plochingen ein Event, welches sich an alle Bitcoin-Interessierten richten. Vor allem auch an diejenigen, die vielleicht das erste Mal von Marc oder von mir hören, die Bitcoin zum ersten Mal so ein bisschen kennenlernen möchten und wissen möchten, okay, was steckt da tatsächlich dahinter. Werden viele spannende Gäste da sein und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Die Tickets findet ihr wahrscheinlich dann unten in der Videobeschreibung. Genau. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Event mit sehr geilen Speakern, sehr geile Themen und ich glaube, danach seid ihr, ich will nicht sagen Bitcoin-fit, aber da habt ihr schon echt einige Punkte mitgenommen, für die wir sehr, sehr lange Zeit gebraucht haben und uns mühsam selbst angeeignet haben. Von daher. Ja. Genau, das Event heißt Finanzielle Freiheit 2.0, findet am 28.09. Und das Spannende ist halt, dass es erstens ein Einsteige-Event ist. Das heißt, das ist wirklich, selbst wenn du keine Ahnung hast von Bitcoin. Und das Zweite, was auch sehr spannend ist, dass wir quasi auch ein paar Communities miteinander verbinden wollten, weil du hast halt quasi deine normale Finanz-Bubble, sage ich jetzt einfach mal. Du kommst jetzt nicht aus der Bitcoin-Hardcore-Maxi-Szene. Okay, das Bitcoin-Hotel ist dann halt quasi die Bitcoin-Epizentrale, sage ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir aber tatsächlich, was wir auch noch machen wollten, wir wollten auch eine kritische Diskussion machen, weil bei ganz vielen Anfängern ist auch immer die Frage, kaufe ich jetzt Bitcoin, Ripple, Shiba Inu oder irgendeinen anderen Shitcoin? Und deshalb haben wir auch uns bewusst noch ein, zwei, ich sage jetzt einfach mal frecherweise, Shitcoiner eingeladen, um einfach zu debattieren, auch Bitcoin im Verhältnis zu Krypto und aber auch quasi Bitcoin im Verhältnis zu traditionellen Assets, wo dann quasi du bist. Das heißt, wir wollen hier einfach ganz offen darüber debattieren, okay, wo sind die Vor- und Nachteile, für wen macht was Sinn. Genau, und die Frage klären, ob Bitcoin das überlegene Asset ist, ob das tatsächlich so ist. Und die Antwort müsst ihr euch natürlich selber geben, aber ihr werdet auf jeden Fall sehr, sehr viele spannende Dinge rund um Bitcoin und Krypto hören und dann könnt ihr euch danach immer noch selber die Meinung bilden. Genau, deshalb schaut in die Show-Links, da ist alles verlinkt, das könnt ihr dann auch Tickets erwerben und so weiter. Schreibt uns jetzt auch gerne in die Kommentare, ob für euch jetzt vielleicht schon Bitcoin das überlegene Asset ist. Luca, du hast die letzten Worte, wenn du noch ein Schild machen willst, wo finden wir dich? Wo kann man ja deine coolen Reels sehen? Ja, danke erstmal, Marc. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt mich finden unter Finanzhacker auf Instagram. TikTok bin ich auch vertreten, da heiße ich allerdings Finanzhacks. Und ansonsten freue ich mich über eure Nachrichten, DMs. Lasst uns gerne in Kontakt treten und gemeinsam Bitcoin vorantreiben. Let's fucking go. Geil. Danke dir, dass du hier warst. Danke dir. Cool. Peace out.